Herzlich willkommen an alle, die bei unserer zweiten und ersten ernsthaften Live-Session im Wissensmanagement MOOC 2019 dabei sind. Ich freue mich ganz besonders, dass der Stefan Zillig als Referent heute dabei ist, aus mehreren Gründen. Grund eins ist, Dirk und ich kennen Stefan jetzt wirklich schon seit Jahren aus der Gesellschaft für Wissensmanagement, wissen, wie viel Erfahrung er hat als Information- und Knowledge-Worker, was genau er da tut, das erzählt er gleich selber. Schätzen ihn sehr als langjährigen Redakteur des GFWM-Newsletters und der GFWM-Themen. Also für alle vielleicht nochmal, die die Abkürzung nicht kennen, GFWM, die Gesellschaft für Wissensmanagement. Newsletter ist eben ein Newsletter. Interessant sind die Themen. Das ist tatsächlich eine sehr anspruchsvolle Fachpublikation zum Thema Wissensmanagement, die mehrmals im Jahr erscheint. In letzter Zeit des Öfteren auch mit sehr, sehr interessanten monothematischen Heften. Das nächste steht, glaube ich, in den nächsten Wochen auch an. Wie alles von der GFWM ist auch diese Publikation kostenlos zu beziehen. Also gerne mal auf www.gfwm.de nach dem Newsletter und den Themen schauen und dort abonnieren, sind beides E-Publikationen und wie gesagt völlig kostenfrei von der Gesellschaft zu erhalten. Stefan ist dort seit Jahren Redakteur, hat auch die GFWM-Themen selbst entwickelt, eines der Erfolgsprodukte der GFWM. Also deshalb freuen wir uns sehr, dass er Zeit für uns findet. Dirk und ich haben auch beide uns an den Kopf gefasst und gesagt, wieso ist uns erst im dritten WMOOC eingefallen, Stefan zu fragen, ob er eine Live-Session machen kann. Ja, da müssen wir mal in uns gehen. Ein merkwürdiges Phänomen. Und der zweite Grund, warum wir uns sehr freuen, ist ein sehr eigennütziger Grund. Es ist nämlich immer ganz schwierig, den ersten Termin mit einem Referenten zu besetzen. Da sind alle noch ganz vorsichtig. Deshalb danke dir, Stefan, auch für deinen Mut, hier als Eisbrecher gewissermaßen zu fungieren und mit deiner Live-Session sicher gleich die Latte für alle Nachfolgenden hochzusetzen. Und damit bin ich jetzt aber auch schon still und übergebe an dich, damit du dich kurz selber nochmal vorstellen kannst und dann auch gleich überleiten in dein Thema für die heutige Live-Session. Ja, guten Morgen zusammen. Wie geht's Ihnen? Mein Name ist Stefan Zillig und ich freue mich sehr, heute im WMOOC 2019 den Einstieg für Sie zu machen. Ich will Ihnen was erzählen zum Thema Digital Information Know-How. Das ist ein etwas sprödes Wort, aber Sie werden gleich merken, das betrifft Sie alltäglich, quasi eigentlich in jeder Minute, in der Sie irgendwie mit Informationen zu tun haben. Ich bin selbstständiger Information Professional und Experte für Content Handling mit Sitz in Berlin und ich habe gleich am Anfang eigentlich eine ganz kurze und knackige Frage an Sie. Überlegen Sie mal kurz jeder für sich, wie Sie vorgehen, was Sie machen, wenn Sie für Ihr Projekt oder für Ihre Arbeit oder zu einem konkreten fachlichen Thema Informationen suchen. Und wenn Sie jetzt spontan den Suchschlitz von Google vor Augen haben, dann möchte ich Sie gerne einladen, dran zu bleiben. Ich habe da so ein paar Sachen für Sie vorbereitet. Das lässt sich zusammenfassen in vier Fragen, die Sie sich im Laufe dieser Session heute stellen können. Eine Frage lautet, welche Aktionsfelder erleben Sie beim Umgang mit Informationen, also in Ihrem persönlichen und beruflichen Alltag? Sie kennen alle die Themenbereiche Information und Wissen und ich frage Sie, kennen Sie das Thema Information Handling? Eine weitere Frage, die Sie sich im Laufe des Tages, im Laufe der Session stellen können, aber auch immer wieder im Laufe der Tage stellen, Unruhe durch Informationen, das kennen Sie alle, aber warum, wodurch entsteht das? Ich will Ihnen da so ein paar ganz interessante, sehr alltägliche Hinweise geben, die man nicht dauernd auf dem Schirm hat. Und die letzte Frage, waren Sie heute schon unterwegs auf dem Informationsmarkt? Das Ganze will ich noch kombinieren am Schluss mit einem kleinen Spickzettel für Ihre nächste Informationssuche. So, das ist im Prinzip jetzt auch schon die Agenda gewesen. Gut, das war die Einstiegsfolie. Was Sie als nächstes sehen, ist im Prinzip mein Aktivitätengebiet. Also ich bin unterwegs in allen möglichen Baustellen, die mit Informationen zu tun haben. Ich hatte dazu letztens ein ganz witziges Erlebnis. Mich rief vor kurzem der Veranstalter einer Fortbildung an und ich sollte ein Training geben für ihn, für seine Veranstaltung. Und er sagte mir, dass er irgendwie Schwierigkeiten habe, wie er mich im Veranstaltungsflyer beschreiben soll. Und er fragte mich, ob ich einverstanden wäre, wenn man Google-Spezialist schreibt.
Und naja, Sie können sich meine Reaktion ungefähr vorstellen. Und ich habe ihm dann erläutert, dass ich Google zwar wichtig finde, aber dass sich meine Expertise keinesfalls darauf beschränkt. So insgesamt lassen sich 5 Tätigkeitsbereiche identifizieren, in denen ich unterwegs bin. Da ist einmal der große Bereich Textrecherche und Information. Ich unterstütze meine Auftraggeber dabei, durch Informationen notwendige Grundlagen und die nötige Absicherung zu erreichen. Also jede Entscheidung benötigt Grundlage, Informationen. Und für diese Informationsrecherche, für die Textzusammenstellung, für die Informationsaufbereitung, das ist eines einer größeren Arbeitsgebiete. Also konkret geht es um die Informations- und um den Content Research. Das Ganze ist bei mir natürlich immer versehen mit einer Qualitätsprüfung. Ich schaue, dass nur die Formate und auch die Inhalte vorhanden sind, die mein Kunde für seine unterschiedlichen Anlässe auch verarbeiten kann. Denken Sie ganz praktisch gesehen an die Unterscheidung zwischen Blogformaten und Printformaten. Sie sehen da selbst vor eigenen Augen, das sind ganz unterschiedliche Kenngrößen, mit denen ich da recherchiere. Diese fertigen Ergebnisse, die stelle ich dem Kunden quasi fertig für seine eigene Weiterverarbeitung zur Verfügung. Das ganze Know-how, was damit zusammenhängt, verarbeite ich natürlich auch und biete es an als Training und Beratung. Das heißt, ich unterstütze meine Kunden bei ganz spezifischen Fragen rund um Informationen als Veranstaltung oder begleitend in Prozessen und Projekten oder auch ad hoc. Also wenn es um Fragestellungen geht, die mit Informationen oder rund um Informationen sich bewegen. Ich biete meine Mitarbeit in Prozessen und Projekten auch direkt an. Das gibt immer wieder Situationen in Urlauben, in Krankheitsfällen, in Projektauslastungen, dass einfach die Expertise von Informationsarbeitern in den Unternehmen, in den Projekten gefragt wird. Und schlussendlich biete ich auch noch ein konsolidiertes Produkt an. Das nennt sich Content Redaktion Konzept. Es geht einfach so um ein Rundumpaket rund um Informationen und Content der Kunden. Hier geht es ganz oft auch darum, dass die Inhalte, die ich identifiziere, die ich dann auch teilweise kuratiere, die dann entsprechend aufbereitet werden. Es werden dafür Konzepte entwickelt für die Ziele meiner Auftraggeber. Zuletzt habe ich beispielsweise für einen Kunden eine fachliche Fortbildung ausgerichtet, bei der es um ein Expertenforum und einen Workshop ging zu einem Compliance-Thema. Das Thema Know Your Customer, KYC, das kennen Sie vor allen Dingen aus dem Bereich der Risikominimierung in den Unternehmen. Es ging hier um Expertenidentifikation und Expertenbetreuung. Das Ganze habe ich koordiniert, zusammengelegt, die verschiedenen Kommunikationsstränge aufbereitet und ein fertiges Veranstaltungsprodukt geliefert. Und Sie merken selbst, dass an der Stelle Google spielt bei alledem maximal eine Nebenrolle. Ich habe mich dann mit meinem Veranstalter auf die Bezeichnung Information and Content Professional geeinigt und das hat dann auch noch in die Textspalte des Veranstalters ganz gut reingepasst. Ich bin bei meiner Arbeit in den letzten Monaten und auch Jahren sehr stark konfrontiert worden mit Sorgen und Nöten der Kunden, meiner Kunden. Diese Sorgen und Nöte, die beziehen sich gar nicht so sehr auf die unmittelbaren Aufgaben, die mir gestellt wurden, sondern es ging ganz häufig um die Zukunft der Arbeitswelt. Es ging um diesen ständigen Stress, immer Mehrwert zu schaffen. Es ging um das Thema Innovationskraft. Es geht auch um ganz positive Aspekte, wie zum Beispiel die Zukunft zu gestalten, die Effizienz zu erhöhen, Haltung, auch die eigene Haltung zu stärken. Stichworte wie New Work oder digitaler Wandel, den Wandel auch mitmachen. Das Permanent Beater, das ist so ein Schlagwort, was meine Kunden sehr heftig beschäftigt. Und ich versuche im Rahmen meiner Services und Dienstleistungen an diesen Fragestellungen, die eben parallel zu den eigentlichen Aufträgen, zu den eigentlichen Auftragstellungen folgen, versuche ich meine Dienstleistungen auszurichten, nämlich indem ich den Blick in zwei Richtungen anbiete. Einmal der Ausblick in neue Gefilde, in Dinge, die man noch nicht kennt, aber die vielleicht für die einzelnen Betroffenen, auch Unternehmen, relevant sein könnten. Und gleichzeitig der Blick in die eigene Expertise. Also was mache ich eigentlich und wie kann ich dieses, was ich jetzt gerade heute mache, noch mit weiterem Know-how stärken und absichern. Und das Ganze soll also in eine Richtung führen, bei der es eben auch um einen Zeitpunkt in der Zukunft geht. Das sind keineswegs Fragestellungen, die sich von heute auf morgen lösen lassen oder auf die man sofort eine Antwort
Antwort findet. Aber meine generelle Idee mit meinen Dienstleistungen liegt im Blick schärfen für die mittelbare Zukunft. Es geht darum, neue Ideen und Möglichkeiten auf der einen Seite zu erforschen, das ist der Ausblick, und auf der anderen Seite eben vorhandene Kompetenzen anzuwenden und die auch zu stärken. Und ich lade meine Kunden dann immer ein zu drei wesentlichen Fragen, die nicht ganz einfach zu beantworten sind, aber sie sind wichtig. Nämlich mit dem Blick auf das Neue, welche Ideen und welche Entwicklungen sind nützlich für mich und meine jetzige Tätigkeit? Also was muss ich mir noch draufladen, was ich vielleicht noch nicht kenne? Und mit Blick auf das Bestehende, wie kann ich meine Fähigkeiten und die Effizienz weiter verbessern? Und die dritte Frage, wie kann ich beides zusammenbringen? Das ist eigentlich der schwierigste Punkt von allem. Wie auch heute, Weiterbildung, Fortbildung, das findet ja immer mehr oder weniger nebenher statt. Und eine gute Idee wäre es, beide Punkte, das Neue und das Bestehende, in einer Aktivität zu bündeln. Ja, diesen Ansatz versuche ich nach Möglichkeit in allen Teilen meines Leistungsangebotes zu integrieren. Und ganz wichtiger Punkt dabei ist, es geht auf keinen Fall darum, bestehende Strukturen abzuschaffen, sondern sie weiterzuentwickeln, also auf dem aufzubauen, was im Moment vorhanden ist. Und also diese Beobachtung mit meinen Kunden zusammen, das ist eine Sache, die ich schon seit vielen Jahren beobachte, auch schon damals, als ich bei den Beratungsunternehmen und Investmentbanken gearbeitet habe. Jetzt neuerdings eben auch bei meinen Projekten als selbstständiger Information Professional, ich stelle immer wieder bestimmte Schwerpunkte fest. Schwerpunkte oder Aktionsfelder beim Umgang mit Informationen, die immer wieder auftauchen. Ich habe Ihnen die mal hier so ein bisschen skizziert. Es geht hier, das ist so ein bisschen eine aufsteigende Treppe, die am Anfang erstmal darum sich dreht, haben wir einen Bedarf für Informationen? Wie können wir feststellen, dass wir überhaupt Informationen brauchen? Ich habe diesen Zusammenhang kennengelernt bei den Beratern in Beratungsunternehmen. Machen Sie Ihrem Berater mal klar, dass er einen bestimmten Themenbereich nicht so gut kennt, wie er ihn eigentlich kennen sollte. Das hat manchmal so ein bisschen mit der Situation, wie sage ich es meinem Kind, zu tun. Das ist manchmal nicht so ganz leicht. Da geht es also so schon sehr stark in den Bereich der Kommunikation und der Menschenkenntnis. Ein weiterer großer Themenbereich in diesen Aktionsfeldern ist die Identifikation geeigneter Experten. Auf der einen Seite also wirklich Menschen, die etwas wissen. Das ist ein ganz entscheidender, ganz wesentlicher Faktor meiner Arbeit. Und natürlich auf der anderen Seite auch die passenden Informationsquellen zu finden auf einem Informationsmarkt, den ich Ihnen auch gleich noch vorstellen werde, der wirklich sehr komplex ist. Ein weiterer Punkt, eine weitere Aktion ist der Umgang mit Informationssystemen, also auch wirklich der technische Umgang. Wenn Sie schon mal mit Datenbanken wie Bloomberg oder Thomson oder aber auch einfachere Systeme wie Google gearbeitet haben, sobald Sie die Advanced Search bei Google aufrufen, merken Sie, das ist nicht nur ein Informationslieferant, sondern da müssen Sie auch mit umgehen. Da müssen Sie eine bestimmte Sprache oder eine bestimmte Übersetzung leisten, bevor Sie Ihre Suche so abschicken, dass Sie auch wirklich die Ergebnisse erhalten, die Sie benötigen. Im nächsten Schritt ein weiteres Aktionsfeld. Information wird geliefert, aber sie muss bewertet werden. Nicht alles passt, es muss ausgewählt und angereichert werden. Redundanzen müssen beseitigt werden. Das ist mitunter auch eine sehr zeitintensive Arbeit. Und schließlich geht es darum, diese Informationen, die aus den verschiedenen Schritten zuvor zusammengetragen wurde, eben dann am Schluss auch in Projekte und Prozesse, in Ereignisse zu integrieren. Projekte und Prozesse, wie zum Beispiel eben die laufenden Prozesse, die laufenden Projekte in Unternehmen und Ereignisse, wie ich es beispielsweise eben geschildert habe, eine Fortbildungsveranstaltung, zu der fachliche Referenten eingeladen werden, deren Inhalte genau so zusammengestellt werden, dass die Teilnehmer dieser Veranstaltung damit auch einen Mehrwert haben. Die Teilnehmer meiner Veranstaltung und auch der Veranstaltung, die ich Ihnen zuvor geschildert habe, waren übrigens Banker gewesen. Das heißt, die waren extrem ergebnisorientiert und nutzensorientiert. Ja, und genau diesen Aktionsfeldern biete ich meine Services an. Entweder in einer Auswahl davon oder nur in einem bestimmten Teilbereich. Ich versuche meinen Kunden dann auch klarzumachen, dass Information sich eben in diesen Aktionsfeldern abspielen kann. Manchmal kommt es auch durchaus vor, das sind lange nicht alle Aktionsfelder, dass neue Felder hinzukommen. Da bin ich immer sehr offen und auch bereit, neue Dinge auszuprobieren. Ich will Ihnen das anhand von zwei kurzen Projekten schildern.
Das war, nein, Projekte waren nicht lange, weil meine Schilderung wird kurz sein. Bei diesem Projekt hier ging es um eine Projektstudie für einen Kunden im Bereich Handel. Es ging darum, diese Studie, die teilweise ein bisschen schlecht aufbereitet war, so zusammenzufassen, dass eine Zielgruppe damit nachher arbeiten konnte. Dieser Kunde wollte diese Studie in gut aufbereiteter, aber inhaltlich relevanter Form an seine Stakeholder durchreichen. Das heißt, hier ging es um eine inhaltliche und formale Aufbereitung. Das Ganze wurde umgesetzt als gedruckte Publikation. Und das ganze Projekt ist übrigens in einem sehr beweglichen, in einem sehr agilen Marktsegment gewesen. Das heißt, parallel dazu hat der Kunde mich beauftragt, einen Pressespiegel regelmäßig durchzuführen. Das heißt, er wollte wissen, was passiert genau jetzt in diesem Moment auf diesem Markt. Er wollte dann auch die aktuellen Entwicklungen mit in einem Anhang in dieser Studie, in diesem Publikationsprojekt mit aufbereitet sehen. Das war ein Projekt und ein weiteres Projekt, das war etwas längerfristig. Hier ging es um eine Beratung für den Bereich Bibliothek und Fachmedien für ein Unternehmen im Gesundheitssektor. Zunächst habe ich Informationsanbieter ganz links außen mit den I's markiert, identifiziert, miteinander verglichen, die Relevanz herausgesucht, die relevanten Anbieter zusammengefasst und dem Kunden erstmal präsentiert. Es ging dann um die Auswahl für ein oder zwei Anbieter, da wurden Verträge und Lizenzen ausgehandelt und ich habe für den Kunden diese Verhandlungen auch geführt. Der Kunde hat den Auftrag dann mit dem Anbieter oder mit den Anbietern abgeschlossen. Es ging um die Lizenzverteilungen an die Nutzer im Unternehmen meines Kunden. Das ist also auch eine fortlaufende Arbeit, weil hier eben auch eine gewisse Fluktuation natürlich immer stattfindet, abhängig von Mitarbeiterfluktuationen im Unternehmen, aber auch natürlich durch neue Projektkonstellationen. Aus einem Projekt ausgeschieden, braucht man nicht unbedingt den kostenpflichtigen Zugang zu einer speziellen Fachdatenbank beispielsweise. Also es geht da also ganz konkret um Zugangsverwaltung für meinen Kunden. Und das Projekt ist also ein fortlaufendes Projekt. Das ist eine Dienstleistung, die ich meinem Kunden in regelmäßigen Abständen beziehungsweise dann, wenn er es braucht, anbiete. Ja, jetzt fragen Sie sich natürlich, ich hoffe es zumindest, was hat es denn eigentlich hier in diesem Bereich, den ich Ihnen jetzt ungefähr geschildert habe, auf sich mit dem Thema Wissensmanagement und Informationsmanagement und was hat es mit diesem Information Handling auf sich? Sie kennen ja sicherlich die Definitionen für Wissensmanagement und Informationsmanagement, vielleicht auch aus dem Glossar der GFM, das Dachglossar. Die Wissensmanagement-Definition, ganz kurz und knapp zusammengefasst, ist die gezielte Gestaltung von Rahmenbedingungen und Prozessen in einer Organisation unter besonderer Berücksichtigung des Produktionsfaktors Wissen. Ich will es gar nicht näher erläutern. Sie kennen das. Sie können das auch mit mehr Aktionen dann kombinieren inhaltlich. Das Informationsmanagement umfasst alle Prozesse der Erfassung, der Auswahl, Kategorisierung, Indexierung und Speicherung von Informationen. Ich bin, Gabriele und Dirk wissen das, in der GFM immer so ein bisschen unterwegs gewesen mit dem Thema Informationsmanagement und das hat das eine oder andere Mal dann auch zu interessanten Disputen und Diskussionen geführt hinsichtlich, ja, aber was ist das Höherstehende und was ist das Praxisnähere oder die Informationen, hat das überhaupt was mit Wissen zu tun? Daher möchte ich Ihnen jetzt heute einen Begriff aus dem angelsächsischen Bereich kurz vorstellen, der meine Tätigkeit tatsächlich hundertprozentig umfasst und mit dem ich von der Definition, von der Auslegung her sehr glücklich bin. Das persönliche Information Handling ist etwas, was Sie alle, mich natürlich auch, insbesondere betrifft beim persönlichen Umgang mit Informationen am Arbeitsplatz und auch privat. Das hört nicht auf. Das ist ein Punkt, der permanent triggert. Und Informationen, die vom Einzelnen beispielsweise gebraucht und bewahrt werden, betrifft das. Also das ist wirklich Ihre ganz persönliche Umgebung, das ist Ihr Kosmos auf der Arbeit, genauso aber auch in Ihrem privaten Bereich. Und das Ganze wird von einer ganzen Reihe von Fragestellungen flankiert, die sehr pragmatisch sind. Also Pragmatismus, sehen Sie, ist einer der wichtigen Punkte in meiner Tätigkeit. Es muss umgesetzt werden, und zwar in einer Art und Weise, dass sowohl, dass alle Beteiligten in der Runde zufriedengestellt werden. Fragestellungen sind zum Beispiel, was muss ich persönlich beachten beim Umgang mit Informationen? Was müssen die anderen Teilnehmerinnen in dieser Situation beachten? Also worauf kann ich mich verlassen? Und
und welche Fähigkeiten beispielsweise, welches Know-how sind notwendig, was muss ich mir draufladen, was habe ich bereits, was kann ich bereits, wo muss ich mir ein Update holen. Es gibt ganz allgemeingültige Regeln beim Umgang mit Informationen. Das sind geschriebene, aber auch ungeschriebene Gesetze. Zum Beispiel in Ihrem Unternehmen denken Sie an die Kommunikation zwischen zwei Hierarchiestufen. Da müssen Sie Regeln befolgen, die in Ihrem Unternehmen gültig sind. Dann gibt es durchaus auch Vorgaben in einem Markt, auf den ich, wie gesagt, gleich noch zu sprechen komme. Es gibt in einem Staat Vorgaben. Sie müssen AGBs beachten. Sie müssen das Urheberrechtsgesetz beachten. Seit einiger Zeit belästigt uns die DSGVO. Das sind alles Dinge, die Sie beim Umgang mit Informationen beachten müssen. Tatsächlich gibt es Fähigkeiten und auch Unfähigkeiten, mit denen Sie bei sich selbst wie auch bei anderen rechnen müssen, die dazu führen können, dass der Umgang mit Informationen scheitern muss. Und es gibt Einschränkungen, auch Einschränkungen der Ressourcen. Nicht jede Information ist für Sie verfügbar. Manchmal ist eine Bezahlschranke dahinter, manchmal ist ein Top-Secret-Siegel dazwischen. Das kennen Sie auch wiederum aus mehr unternehmerischen Zusammenhängen. Generell geht es beim persönlichen Information Handling also um pragmatische Vorgehensweisen und den sichtbaren Umgang mit Informationen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Sie selber sind ja sichtbar. Bei ihrer Arbeit mit Informationen in Ihrem Unternehmen, mit Ihren Kunden oder als Kunde für Ihren Dienstleister. Sie stehen beim Umgang mit Informationen in gewisser Weise im Licht der Öffentlichkeit. Also es gibt im Prinzip zwei Varianten, die immer wieder auffallen beim Umgang mit Informationen. Stellen Sie sich einfach mal folgende Frage. Sie liefern gern perfekte Ergebnisse und denen sieht man idealerweise nicht an, wie viel Mühe Sie da reingesteckt haben. Und Ihr Kollege, Ihre Kollegin macht genau das Gegenteil. Sie stellt den Aufwand, die Umstände unglaublich gerne sichtbar dar, wenn die Ergebnisse dargestellt werden. Und beide Male fragt sich Ihr Umfeld oder fragen Sie sich, warum handelt der so? Oder warum hat er oder sie das so gesagt? Also Information Handling ist ein Blick auf die Praxis, auf Ihre persönliche Praxis. Es gibt manchmal sehr viele Widersprüche, die Sie dabei ausgleichen müssen. Also eine widerspruchsfreie Umgebung ist im Information Handling tatsächlich nicht vorgesehen, sondern es wird im Gegenteil gepredigt, geh damit um, mach damit etwas. Und also Information Handling bedeutet der persönliche Umgang mit Informationen am Arbeitsplatz und privat und bedient sich dabei ganz unterschiedlicher Erkenntnisse und Methoden aus verschiedenen Bereichen. Also da wird das Wissensmanagement genauso berücksichtigt wie das Informationsmanagement. Es gibt Bereiche der Psychologie, die berücksichtigt werden. Die Lernpsychologie spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ganz praktische Quellen-Know-how, der Umgang mit dem Internet, die Organisationslehre, das alles mögliche aussehen könnte, die bei diesem Thema eine Rolle spielen. Und das alles erinnert Sie jetzt, oder vielleicht denken Sie im Hintergrund ganz verzweifelt, ja, aber da gab es doch diese Treppe, diese Business-Management-Treppe, die von links unten nach rechts oben angereichert wird durch entsprechende Handlungen. Wir müssen da jetzt gar nicht drauf eingehen, das kennen Sie sicherlich alles. Meine Aufgaben, meine Übersetzungsleistungen, die ich zwischen den Stufen ansiedle, das ist mein Arbeitsgebiet, mit dem ich hier bei Ihnen heute aufdrehe. Das heißt, ich bin ein Übersetzer zwischen den Stufen, ich bin eine Schnittstelle zwischen diesen Stufen, ich versuche den Zugang von einer Stufe zur nächsten zu ermöglichen. Und das Ganze damit komme ich auf eine meiner drei eingangs gestellten Fragen zurück, ist durchaus komplex. Das heißt, es kann schon auch mal sein, dass Informationen eine Störung verursachen oder generell ein Ereignis darstellen, ein Ereignis bei Ihnen ganz persönlich. Denken Sie einfach dran, Informationen hier in der Mitte als I gekennzeichnet, kommt auf Sie, auf Ihr Weltbild zu und es wird Ihr Weltbild bestätigt und es ist alles wunderbar. Sie fühlen sich wohl damit. Vielleicht passt Information aber auch nicht zu Ihrem Weltbild und Sie lehnen das ab. Sie sind vielleicht ja in einer Bredouille, mit der Sie die neue Information mit Ihrer schon bestehenden nicht abgleichen können. Vielleicht wird Ihr komplettes Weltbild in Frage gestellt durch die neue Information. Sie werden verunsichert. Sie stellen alles in Frage, was Sie sich über Jahre aufgebaut haben. Das ist durchaus existenziell. Das konnte ich auch schon beobachten. Oder im Idealfall, Sie geben Ihrem Weltbild ein Update. Sie machen alles neu, was Sie bis dahin schon gewusst haben und wissen, das Neue, das Sie jetzt erfahren haben, das hat eine gewisse Relevanz. Eine neue Information ist halt genau so stark, dass sie andere Informationen
überstrahlen kann? Also das, die Frage ist, lassen Sie sich von sowas täuschen? Ist das etwas, was Sie in Ihrem Information Handling so stark beeinflusst, dass Sie Ihre Souveränität verlieren? Es kommt durchaus vor, dass Informationen nicht vollständig sind. Sie verstehen etwas nicht, weil irgendetwas fehlt und Sie haben eigentlich keine Ahnung, was da fehlt. Vielleicht kennen Sie auch die genutzten Zeichen nicht. Der Zeichensatz ist unglaublich wichtig und dazu gehört auch Sprache, dazu gehört auch nonverbale Sprache übrigens. Oder vielleicht, ich habe mich jetzt hier für das Emoji entschieden, vielleicht verstehen Sie Informationen falsch. Wie oft habe ich schon E-Mails bekommen, an denen an unmöglicher Stelle ein Emoji platziert wurde und sonst nichts und ich wirklich nicht wusste, was mein Gegenüber mir damit sagen wollte. Warum lehnen Sie Informationen womöglich ab? Vielleicht kennen Sie die Quelle nicht oder Sie misstrauen der Quelle grundsätzlich. Oder weil Sie diese Information eben nicht, weil diese Information nicht dem entspricht, was Sie erwarten. Sie sind enttäuscht. Sie haben etwas erwartet, was eigentlich dem gar nicht entspricht, was da tatsächlich geliefert wurde. Oder vielleicht wissen Sie es einfach besser. Vielleicht haben Sie wirklich die bessere Expertise oder Sie glauben, dass Sie diese Expertise haben. Und schließlich vielleicht, und das ist jetzt auch so ein Punkt, den ich sehr häufig erlebe, vielleicht haben Sie einfach schon heute genug von all dem gehört. Sie können nicht mehr, Ihr Input-Level ist erreicht, bei dem Sie den Topf schließen müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn jetzt dieser Abbildung, die ich Ihnen hier jetzt etwas chaotisch, aber ganz bewusst chaotisch gezeigt habe. Information ist ein Ereignis bei Ihnen selbst und irgendetwas verändert sich, womöglich bis hin zum Weltbild, das Sie updaten müssen oder das in Frage gestellt wurde. Daraus resultiert im Prinzip ist Information und der Umgang damit ein permanenter Unruhefaktor. Und mein Tipp an dieser Stelle, und das ist halt einer der Punkte, die ich jetzt auch im Zusammenhang mit meinen vorhin geschilderten Dienstleistungen darstelle, beim Umgang mit Informationen, müssen wir beweglich bleiben. Wir müssen ständig hinterfragen. Das erfordert tatsächlich eine gewisse Fitness, die im Umgang mit Informationen. Wir sprechen dann, diese Begriffe haben Sie auch schon gehört, von Informationskompetenz, von Information Literacy oder hier, wie ich das eben übersetze, über das Thema Information Know-how. Diese Punkte, die ich Ihnen jetzt hier in dieser etwas unruhigen Abbildung geschildert habe, nur links unten im Bereich Zeichen, Daten und Wissen, Zeichen, Daten, Informationen links unten zu verorten und vielleicht auch Wissen, das würde ich aus meiner Praxis als grob fahrlässig bezeichnen. Diese Punkte, die ich Ihnen eben geschildert habe, Information als Ereignis, als persönliches Ereignis, das spielt weit nach oben bis hin zur Wettbewerbsfähigkeit auf dieser Treppe. Also mein Trick im Umgang mit der Treppe, die Treppe nach oben ist ganz, ganz wichtig, aber man muss sie auch tatsächlich ständig wieder runtergehen, mehrmals täglich manchmal. Und das ist aus meiner Sicht der praktische Umgang mit Information und Wissen, nämlich aus der Sicht des Information Handling. Ich will Ihnen jetzt mal einen kurzen Einblick geben in die tiefsten Wünsche meiner Kunden, die eben auch sagen, Informationen, das soll eigentlich immer sofort verfügbar sein, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz, in der richtigen Form, mit ausreichender Vollständigkeit und Qualität, um genau die aktuellen und jetzt kommt es auch natürlich am besten auch künftige Anforderungen zu erfüllen. Und das ist immer so ein kleinlauter Zusatz, oder häufig ein kleinlauter Zusatz und außerdem soll Informationen meine Ungewissheit verringern. Alle Punkte sind absolut gerechtfertigt. Allerdings wird der Umgang mit diesen Wünschen durch das tatsächliche Information Handling im Alltag ein bisschen geschmälert. Ich habe Ihnen jetzt hier eine ganze Reihe von Punkten aufgeführt, durch die der Umgang mit Informationen ja nicht sehr optimal unterstützt wird. Ich will die ein bisschen abkürzen, weil ich auch gleich mit Blick auf Uhr so ein bisschen gesehen habe, dass wir ein bisschen mit der Zeit knapp sind. Das sind Beobachtungen, die Sie teilweise kennen, die Sie teilweise vielleicht schon mal gehört haben. Die Google-Algorithmen, die Informationen vorenthalten, will ich nicht erwähnen oder nur am Rande. Es gibt das Internet, aber sehr viel mehr wird eben im Deep Web Ihnen vorenthalten. Da haben Sie keinen Zugang zu. Das sind auch Bezahlschranken, die hier genannt werden. Und einer der wichtigsten Punkte, auf die ich jetzt etwas noch kurz zu sprechen kommen möchte, ist eben der Informationsmarkt. Der Informationsmarkt ist eine hochgradig unübersichtliche, aber ja permanente Angelegenheit, mit der Sie im Alltag ständig beschäftigt sind. Im Informationsmarkt haben Sie eine unglaubliche Menge an Datenquellen, die Sie beschäftigen, die Sie auf Trab halten. Das sind die sozialen Medien und die Portale. Da ist der öffentliche Pressebereich.
Das sind natürlich die Unternehmen, die sie mit Informationen traktieren, natürlich nicht zuletzt auch mit der Werbung. Es gibt Unternehmensinteressenvereinigungen oder Industrievereinigungen, die sie mit Informationen versorgen. Es gibt nicht sehr sichtbare, aber dafür sehr einflussreiche Thinktanks oder Lobbygruppierungen, Interessengruppen, die eher unter vorgehaltener Hand agieren. Es gibt natürlich auch unseren Staat, der sie mit Informationen versorgt, die für sie lebenswichtig sein kann. Es gibt Unternehmensberater, die in unglaublich komplexer Form den Markt mit Informationen versorgen. Denken Sie als praktisches Beispiel an die Ratingagenturen, die hier so am Rande aufpoppen, Moody's und Fitch, die ganze Staaten belasten, indem sie richtige oder auch falsche Rankings abgeben und diese Staaten entsprechend in ihrem Gang beeinflusst werden. Und rechts außen schiebt sich, ich hoffe, Sie sehen das, nur ein Teil eines riesigen Rades an Informationsdienstleistern herein, mit denen ich intensiv zusammenarbeite, auf die ich zurückgreife, wenn ich meinen Kunden beispielsweise bestimmte fachliche Quellen anbiete. Das ist der Informationsmarkt. Und es ist nur ein ganz winzig kleiner Ausschnitt. Und im Prinzip auf diesem Markt kristallisieren sich zwei Fragen heraus. Woher bekomme ich Informationen? Und wer will mich erreichen mit seinen Informationen? Das sind eigentlich die zwei Fragestellungen. Und eine weitere grundsätzliche Frage, die ich mir natürlich als Information Professional ständig stellen muss, ist, wie gehe ich für meine Kunden so mit Informationen um, dass ich sowohl Widersprüche bei der Interessenlage der Kunden einerseits, aber andererseits auch Widersprüche, die durch die gesetzliche Lage auf dem Markt, wie kann ich da eine Harmonie oder einen Konsens herstellen? Das ist manchmal nicht ganz einfach. Also grundsätzliche Frage, wie verhalte ich mich auf diesem doch sehr unübersichtlichen Markt korrekt? Ja, und alle Teilnehmer haben auf diesem Markt natürlich Intentionen und Ideen und das ist manchmal sichtbar und manchmal nicht so sichtbar. Um sie aus diesem Chaos rauszuführen, habe ich das alles, was Sie hier gerade gesehen haben, nochmal zusammengestellt mit vier wichtigen Punkten. Dieser ganze Markt lässt sich in vier Punkte aufteilen. Da haben wir die Information selbst, die Anbieter von Informationen, da haben wir den Informationsmarkt, in dem die Anbieter agieren und ganz wichtiger Punkt, sie haben ihre eigenen Prozesse, die sie da auch durchleuchten sollten oder mit berücksichtigen sollten. Und wichtiger Punkt hier ist halt, dass sie nicht nur, und das ist jetzt eben mein Ansatz für diese ganze Angelegenheit, es gibt eine Lösung, sie können dieses Chaos auflösen, indem sie versuchen, die Perspektive in diesem Markt zu wechseln. Das heißt, versuchen sie ein Gefühl zu entwickeln oder auch Informationen dafür zusammenzustellen, was wollen die Anbieter eigentlich? Und was sind typische Prozesse auf diesem Informationsmarkt? Und welche Information ist eigentlich richtig oder welche ist nicht richtig? Also es gibt ganz viele Faktoren, wie verhalte ich mich als Informationsnutzer und als Informationsanbieter in diesem Markt? Meine ganz kurze und knappe Zusammenfassung ist tatsächlich, man muss Verantwortung übernehmen. Das ist der wichtige Punkt. Und zwar nicht nur für die Informationen, die man jetzt auf seinem Tisch liegen hat, sondern man muss die Verantwortung bereits dort übernehmen, wo man Informationen auswählt. Und man muss die Informationen weiterhin behalten und auch wirklich vermitteln, wenn man die Informationen weitergegeben hat. Also ich muss nicht bei Facebook beispielsweise, ich muss nicht alles sofort teilen. Ich kann auch drüber nachdenken, ich kann auch einen Check machen, ich kann die Validität überprüfen. Also ich kann wirklich selbst erstmal auch versuchen, mit einer gewissen Gelassenheit auf diesem Informationsmarkt mich bewegen. Ich kann versuchen, Erfahrungen zu sammeln, auch mich mit anderen austauschen über diese Phänomene. Und ich kann vor allen Dingen auch einen Autofahrerblick, sage ich mal, entwickeln. Sie stehen an der Ampel, die Oma auf der rechten Seite mit einem Einkaufskorb, links ist ein spielendes Kind mit Ball, gegenüber steht eine Mutter mit Kinderwagen. Das sehen Sie als Autofahrer mit einem Blick. Und genau diesem einen Blick können Sie sich auf den Informationsmarkt zubewegen, wenn Sie vorher geschult wurden, wenn Sie Erfahrungen gesammelt haben, wenn Sie auch einfach mit der Zeit ein gewisses Know-how im Umgang mit dem Informationsmarkt gesammelt haben. Also meine Idee oder meine Aufforderung an Sie, lassen Sie sich durch das tägliche Informations- und Content-Konfetti auf keinen Fall beirren, sondern versuchen Sie ja mit einer gewissen Gelassenheit auch den alltäglichen Umgang mit Informationen systematisch in Ihrer Planung einfließen. Es braucht manchmal Zeit.
Information, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Information geht nie schnell, Information dauert. Und daher, das wäre jetzt der letzte Punkt meiner Session heute, den ich jetzt aber aus Zeitgründen sehr schnell zusammenfassen würde. Es gibt einen Spickzettel, den ich Ihnen dann auch nachher gerne noch auf meiner Webseite als Download anbiete, 6 Schritte für Ihre Informationssuche. Ich gehe da mal ganz kurz und knackig durch. Sie bekommen alle Punkte, die Sie hier jetzt sehen, auch dann später nochmal in diesem One-Pager, der als PDF zur Verfügung gestellt wird, zur Verfügung gestellt. Es geht eben darum, eine Systematik zu entwickeln, mit welchen Informationsquellen gehe ich, auf welche Fragen zu, wie überprüfe ich die Relevanz der Informationsquellen. Die Suche an sich muss ich mit einer gewissen Struktur versehen. Also nichts ist schwieriger, als sich in einer Suche zu verlieren. Behalten Sie immer den Fokus auf Ihre Frage. Ganz wichtiger Punkt aus dem Dokumentationsbereich. Und nein, stören Sie jetzt bitte nicht auf. Dokumentation von Ergebnissen ist unglaublich wichtig. Denn spätestens dann, wenn Sie für jemanden anderen etwas zusammenstellen, für Ihr Projektteam, die müssen verstehen, um was es geht und was sie bewegt hat und was sie geleitet hat. Es gibt irgendwann eine kritische Zwischenfrage. Gibt es denn wirklich Antworten auf Ihre Frage? Da müssen Sie tatsächlich ein Review machen. Haben Sie zumindest etwas Neues erfahren über Ihr Thema, über Ihre Fragestellungen, mit denen Sie dann eventuell in einer zweiten Schleife weiterarbeiten können. Und schlussendlich, Frage wieder vom Anfang, die Ergebnisse aufzubereiten für Sie selbst oder für andere. Das sind zwei völlig unterschiedliche Aufgaben tatsächlich. Und diese Ergebnisse müssen dann irgendwie am Schluss in einer Form präsentiert werden und natürlich dann auch, denken Sie an Projektdokumentation, dokumentiert werden. Ja, das war es jetzt im Schnelldurchlauf. Sie bekommen das, was ich Ihnen jetzt hier mit diesen 6 Schritten dargestellt habe, als PDF-Download auf dieser Seite hier angeboten. Was ich Ihnen heute in meiner Session zum Thema Information Handling bzw. eben Digital Information Know-how zeigen und sagen wollte, ist schlicht und ergreifend, gehen Sie mit Informationen sachlich und kreativ um. Information spielt nicht nur links unten auf der Treppe eine Rolle, sondern in allen Bereichen der Treppe. Und es gibt Werkzeuge und Methoden, mit denen Sie diesen, wie ich Ihnen vorhin geschildert habe, diesen Perspektivenwechsel herbeiführen können. Den können Sie lernen. Schlussendlich gehört dazu verantwortliches Handeln. Es gehört dazu, eine gewisse Transparenz herzustellen. Und ganz persönlicher Nutzen für Sie, für Ihre Unternehmung, für Ihre tägliche Arbeit. Sie beweisen damit Ihre Umgebung und Ihren Kunden eine gewisse Kompetenz im Umgang mit Informationen und damit einen Zugang. So, das war es von mir. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Ganz, ganz vielen Dank, Stefan, für deinen tollen Vortrag. Was mir spontan als Frage gekommen ist, wo du bei den Blasen angekommen warst, ist, wie erkenne ich denn überhaupt, in welchen Blasen ich drin bin und habe ich überhaupt eine Chance, heutzutage aus meinen Blasen rauszukommen? Absolut, ja. Also die Chance ist sehr gut. Du hast, wenn du in einer Blase dich befindest, das ist ja das Unangenehme an der Blase, du bemerkst es erstmal nicht, aber im Umgang mit Informationen gibt es tatsächlich einen Unwohlseinsfaktor. Das heißt, wenn du dich in deiner Umwelt zu gut findest, zu gut fühlst, wenn es keinen Widerspruch gibt, wenn auf einmal alles bestätigt wird, was du eh schon weißt, wenn du also im Prinzip das abholst, was du schon kennst. Für einen aufmerksamen Informationsnutzer wäre das ein Hinweis, Moment, hier stimmt was nicht. Das kann nicht reale Welt sein. Und aus der Blase rauszukommen, eine ganz praktische Vorgehensweise, das mache ich zum Beispiel, ich gehe regelmäßig hier an den Hauptbahnhof in Berlin, da ist ein riesiger Zeitschriftenladen. Ich schaue mir ganz bewusst die Presse an, die ich vielleicht sonst nicht anschaue. Ich sehe mir Meinungen an oder Inhalte an, in einer Aufbereitung, die ich bis dahin eher vielleicht ausgeblendet habe, aus praktischen oder aus ideellen Erwägungen. Ich muss aber nicht zum Zeitungsstand gehen. Ich kann mir auch entsprechende Internetangebote aufrufen, in denen einfach nicht nur eine Quelle, sondern verschiedene Quellen angeboten werden. Also mein Tipp hier, aus der Blase rauszukommen, würde heißen, Quellenvielfalt erhöhen. So, Clara hat eine Frage. Genau, also ich erlebe das nur bei mir im Unternehmen immer wieder, die schon intern mit den Kommunikationskanälen und Informationsflüssen, dass es mir häufig begegnet, dass Leute sich überfordert fühlen und meinen, es gibt heutzutage viel zu viele Kanäle und viel zu viele Informationen und sie kriegen das nicht mehr, genau, sie schaffen das nicht, damit gut umzugehen und wünschen sich da quasi eine Reduktion
die ich eigentlich aber nicht wirklich, also genau, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, was Sie dazu sagen, wenn Ihnen sowas, oder ob Ihnen sowas auch begegnet und was Sie dann darauf antworten, weil ich merke, dass ich da jetzt noch nicht wirklich die eine gute Antwort sitzen habe. Ja, jetzt habe ich Ihre Frage noch nicht genau verstanden. Naja, was würden Sie Leute sagen, die Sorge äußern, dass es sozusagen zu viel an Informationen ist und dass sie das alles als Überforderung empfinden und wie man damit umgehen könnte? Ja, ja. Das ist in der Tat ein hochgradig psychologisches Thema. Das Problem ist, die Struktur, in der man sich bewegt im betrieblichen Zusammenhängen, das ist ja vorgegeben, das lässt sich nicht unmittelbar ändern. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Informationen. Da kommt eben Psychologie ganz stark ins Spiel, aber da gibt es auch Arbeitstechniken, tatsächlich arbeitsorganisatorische Techniken, die, da renne ich jetzt sicherlich offene Scheunentore ein, die damit beginnen, dass man E-Mails eben nur einmal in der Stunde abruft oder auch wirklich liest und dass man dazwischen eine Pause einsetzt und sich wirklich auch vielleicht den Kollegen, Kolleginnen klar macht, ich lese meine E-Mails, meine Nachrichten schnell und zügig, aber einmal in der Stunde über den Tag verteilt. Das bedeutet schon eine ungeheure Entlastung. Man spickt nicht immer nur mit dem einen Auge in Richtung Bildschirm, ob da was Neues aufpuppt oder hört auf dieses klassische Geräusch, sondern man kann sich wirklich dann auch wieder mal auf Dinge konzentrieren, die mit Analyse oder mit praktischer Arbeit zu tun haben. Der Stress kommt auch dadurch zustande, dass man sich in Umgebungen bewegt, in denen das natürlich erwartet wird. Ich habe dir per Chat was geschickt, warum reagierst du nicht? Ich habe dir eine E-Mail geschickt, hast du den Report schon gelesen, dies und jenes. Also es gibt diese Gleichzeitigkeit an Aufgabenstellungen. Tatsächlich werden solche Fragen ganz häufig gestellt und eine gute Methode tatsächlich ist dann eine arbeitsorganisatorische Veränderung im Zusammenhang. Die kann man im kleinen Rahmen für sich alleine erstmal bewältigen, ist übrigens auch Teil von Information Handling, insofern also völlig berechtigte und interessante Frage. Aber das betrifft natürlich ganz schnell auch andere Kollegen oder auch eben die Erwartungshaltung von Kollegen, die es vielleicht in anderer Hierarchiestufe gewöhnt sind, mit schnelleren Reaktionszeiten oder mit Gleichzeitigkeit, mit einer höheren Schlagzahl arbeiten. Das muss man tatsächlich vermitteln. Wenn Sie sich in einer Abteilung bewegen beispielsweise, wäre das zunächst mal eine interessante Fragestellung im Rahmen Ihrer Abteilung. Der Punkt, den man vermitteln muss dabei, ist, die Schlagzahl runterzusteuern oder die Reaktionszeit ein bisschen zu verlängern, bedeutet nicht, dass es ineffizient wird. Im Gegenteil, es kann sogar sehr viel effizienter werden. Also Zeit, der Umgang mit Informationen, das sind zwei Punkte, die unmittelbar zusammenhängen, auch bei der Arbeit. Und ich kenne das aus dem Zusammenhang mit den Investmentbankern. Das zu vermitteln ist keine leichte Aufgabe, aber das ist, wie gesagt, aus dem Bereich der Arbeitsorganisation kann man da einige ganz interessante Ansätze heraus. Danke, ja. Also gern haben die Leute das nicht nur individuell geklärt, sondern sozusagen erwarten quasi was von oben. Aber ich finde es auf jeden Fall einen guten Ansatz, wenn ich jetzt mit denen im Dialog bin. Ja, danke. Gut, ich habe vielleicht direkt ergänzend dazu noch mal eine Frage. Wo viel von der Unruhe herkommt, ist ja eigentlich immer die Befürchtung, irgendeine Entscheidung oder irgendwas zu treffen auf unvollständigen Informationen. Was wäre denn dein Tipp, wann reicht denn Information? Oder wie gehst du damit um, dass ich jetzt ausreichend Informationen habe und ich brauche eigentlich nicht mehr? Das ist natürlich individuell sicher unterschiedlich, aber was ist dein Tipp, wie man damit umgeht? Das ist einer der Punkte, den ich jetzt vorhin bei meiner zweiten Unruhefolie, den ich da übergangen habe. Mhm. Also generell ist es ganz, ganz schwierig, den Topfdeckel drauf zu tun. Das war auch durchaus ganz bewusst gewählt, dieses Bild da auf der einen Abbildung. Man muss irgendwann zumachen. Und die Frage, die du stellst, ist, wann darf ich zumachen, ohne mich zu blamieren oder ohne einen Fehlschlag dadurch zu verursachen? Das ist unglaublich schwierig und das lässt sich tatsächlich nur mit ein paar Parametern, die man aber immer im Auge behalten sollte, bearbeiten. Zeitvorgaben spielen da eine Rolle. Man hat Quellen oder man hat sie nicht, von denen man weiß, dass sie bei der Fragestellung helfen werden oder die richtigen Experten, die dazustoßen, die dich dabei unterstützen können. Experten übrigens sind ein unglaublicher Zeitsparfaktor. Wenn du Expertise in Menschenform da hast, das ist das Genialste, was für komplexe Fragestellungen passieren kann. Einer der Punkte, den ich vorhin übergangen habe, war ein Dilemma, das es im Bereich der Informationen gibt. Man kriegt nämlich niemals, das ist einfach nicht machbar, man kriegt niemals 100% zu einer Frage zusammen. Das ist wie diese
diese Kurve, die sich gegen 100% nähert, aber sie nie erreichen wird. Und als Infoprofi weiß ich das. Ich weiß, dass ich zu einem Thema, das ich recherchiere, am nächsten Tag schon wieder neue Informationen zusammenstellen könnte, obwohl der Kunde eigentlich schon gestern abgeschlossen haben möchte. Das ist also nie beendet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ganz pragmatisch und da kommen dann wieder so ein bisschen die Arbeitsorganisationen ins Spiel. Interessanterweise recherchiert man 80% der relevanten Informationen für eine Fragestellung innerhalb der ersten 20% Zeit, die man dafür aufnimmt. Das heißt, am Anfang kommt immer unglaublich viel zusammen, das relevant ist und nachher fadet das aus, nachher wird das dünn. Und wenn man bei diesem Ausfaden zu viel Zeit und Expertise reinsteckt, dann ist es tatsächlich nicht mehr effizient. Also ich habe jetzt die Kurve leider nicht mehr hier in der Abbildung. Aber diese 100%-Kurve, die sich gegen 100 nähert, werdet ihr sehen, dass am Anfang der Informationsrecherche ein Großteil, also fast 2/3 von allem, was relevant ist, zusammenkommt. Und die letzten 20%, wo auch meine Kunden ganz häufig sagen, aber ich habe noch ein Detail. Und das ist unglaublich zeitintensiv. Auf der Zeitachse unten ist das genau der Zeitfresser, der deine Frage vielleicht beantwortet, wenn du weißt, wo die 80% erreicht wurden, da könntest du den ersten Schritt machen. Genau, das ist der Punkt. Man könnte ja sagen, man hört nach 20% der Zeit auf, hätte aber die Voraussetzung, müsste natürlich dann wissen, was wäre denn überhaupt 100% der Zeit, damit man weiß, wo 20% rum. Genau, also das ist dann tatsächlich auch eine Erfahrungsfrage, wenn du weißt, um welches Thema es geht. Also wenn du eine Marktrecherche machst, dann weißt du 2 Tage Minimum. Wenn du eine kurze Presserecherche machst oder das Neueste wissen möchtest zum Thema XY, weißt du, das ist nach 1 Stunde abgeschlossen. Das sind Erfahrungswerte. Wenn das Neuland ist, also ganz häufig der Fall, dann ist es tatsächlich eine ganz diffizile Angelegenheit. Also nichts ist aufregender, als wenn man sich mit einem Thema zum ersten Mal beschäftigen muss und nicht weiß, wie lange. Genau, wir haben noch eine Frage. Ja. Thomas, hast du dich auch schon selbst ermächtigt? Sonst gucke ich mal, dass ich dich quasi wieder hörbar schalte. Ah, du meinst mich, Thorsten. Entschuldigung. Genau, ich wüsste doch, irgendwas stimmt nicht. Ja, so ist das manchmal mit den Informationen. Wie war das, der Unwohlseinsfaktor, gell, Stefan? Nein, ich wollte eigentlich lediglich was dazu schreiben, dass es ja um verschiedene Detailgrade bei Informationen geht, war eigentlich auf die Fragen vorher bezogen, in welcher Detailtiefe man Informationen irgendwie bereitstellen muss, dass man sagt, man kann von vollständigen Informationen sprechen. Und meiner Meinung nach soll es doch ausreichen, wenn man vorher eine Zielgruppe definiert und für die Zielgruppen dann auch die jeweilige Information bereitstellt, wie es in der Tiefe, in der sie benötigt wird, und dann einfach bei der jeweiligen Information die Zielgruppen zu nennen, für die Information gedacht ist. Das sollte doch eigentlich ausreichen, um da ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, für wen welche Informationen eigentlich verfügbar sind, oder? Thorsten, du klingst absolut wie ein Informationsprofi, der sich jetzt mitten in die Nutzerprofilanalyse hineinbringt. Genau das sind Fragestellungen, wie in welcher Granularität wird Informationen benötigt. Wer sind die Nutzer? Kennt ja alle. Die Nutzer, die in der Chefetage sitzen, wollen eine PowerPoint-Folie haben. Die Assistenten oder auch schon die untergelagerten oder davor gelagerten Abteilungen wollen die ganze Studie lesen. Genau das ist perfekter Ansatz, um dieses Ding. Genau, das sind auch so meine Erfahrungen aus der Vergangenheit. So Vorstandsetage eher schöne, viele bunte Bilder mit irgendwelchen Grafiken. Und so wie es dann runter in die Fachabteilungen geht, wird der Durst nach Informationen und erhöhtem Detailgrad immer gewaltiger und man muss immer mehr bereitstellen und auch in einer gewissen Granularität. Richtig. Also ich hatte, und das ich als kleinen Witz am Rande, es kursiert in Information-Professional-Kreisen der Witz, ich habe hier eine 400-Seiten-Studie, kannst du mir das Ergebnis als SMS schicken? Das ist gut, ja. Also erstmal vielen Dank, Stefan, für diese tolle Schlussfolie. Habe ich mir im Kopf gleich notiert, dass das eine sehr gute Idee ist, auf der letzten Folie nochmal so kleine Thumbnails quasi aller anderen Folien zu machen, um auch nochmal so ein bisschen die Erinnerung bei allen Beteiligten anzuregen.
und das geht vielleicht auch schon in die Richtung meiner Frage. Du hast vorhin so nonchalant gesagt, ja, Informationen aufbereiten, entweder für Zielgruppen, was wir ja jetzt gerade hatten, aber auch natürlich für dich selbst. Und das ist so ein Thema, da bin ich immer noch auf der Suche nach einer wirklich guten Lösung. Hast du da einen Tipp oder hast du so ein Standardformat, wo du sagst, wenn ich jetzt in einem ersten Schritt Informationen tatsächlich hauptsächlich für mich selbst aufbereite, mache ich das immer als, was weiß ich, Mindmap, OneNote, keine Ahnung. Ja, auch hier wieder die Frage, die gerade eben schon angesprochen wurde, für welchen Zweck, oder in diesem Fall wäre das die Zielgruppe jetzt gewesen, aber was will ich damit nachher machen? Also oftmals reicht es mir aus, wenn ich im Laufe einer Woche oder zwei Wochen einfach Dinge lese und sich setzen lasse und dann einfach selber merke, durch die Redundanzen, durch die Wiederholung von Informationen, durch Notierungen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Aber wenn du jetzt konkret auf die arbeitsorganisatorischen Punkte oder auf die Techniken auch ansprichst, ich bin tatsächlich jemand, der sich exzert beschreibt. Also ich bin, wenn ich Themen sammle, ich bin jemand, der sich kleine Karteikarten zusammenstellt, weil ich handle visuell. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel jetzt heute die MOOC-Session zusammenstelle, erstmal liegen ein paar Zettel vor mir, die ich sortiere. Das entspricht übrigens durchaus auch dieser Folie, die jetzt hier am Abschluss steht, also natürlich in der schön aufbereiteten Form, handschriftliche Zettel. Ich merke, wenn ich mir etwas aufschreibe und nicht eintippe, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich persönlich, ich merke es mir besser und ich kann damit besser arbeiten. Das ist persönlicher. Und ansonsten arbeite ich intensiv mit den üblichen Office-Programmen, in denen man einfach schöne Strukturen anlegen kann, in denen man Bilder und Verweise und Links und so etwas einfügen kann. Ich versuche aber tatsächlich, den Computer häufiger auszulassen seit ein paar Jahren als ein paar Jahre davor. Also das Handschriftliche ist mir wichtiger geworden als das Elektronische. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob dir das hilft, Gabriele. Doch, doch, das hilft mir. Und es gibt ja gerade auch so eine Diskussion, ich weiß nicht, ob das die Zeit vor einer oder vor zwei Wochen war, großes Dossier zum Thema Handschrift. Ja, brauchen wir die Handschrift? Und da gibt es ja einige Studien von Neurobiologen und Ähnlichen, die da also tatsächlich belegen, dass die Handschrift, also auch diese Motorik des Schreibens, ganz entscheidend ist für unsere Gedächtnis- und auch Gehirnleistung. Also von daher, ja, bestätigt mich das auch nochmal, dass ich zwar versuche, stark mit digitalen Instrumenten zu arbeiten, aber tatsächlich nicht vollständig. Und das tut ganz gut von dir zu hören, dass du auch immer noch mit Stift und Zettel unterwegs bist. Dazu eine ganz kurze Anekdote aus meinem Professional-Bereich. Meine Kunden sind oft sehr enttäuscht, wenn ich bei ihnen aufkreuze. Wir machen ein Briefing für eine große Datenbankrecherche. Und ich mache nicht das Laptop auf, ich hole einen Notizblock und einen Stift raus. Das ist alles. Und ich hatte da letztens wirklich einen Kunden, der dann etwas enttäuscht reagiert hat. Der wollte eigentlich wirklich mehr sehen und also der Notizblock ist durchaus mein Mittel, mit dem ich einsteige. Ja, dann würde ich sagen, es ist fast 12 Uhr. Ich sehe also momentan keine weiteren Fragen. Eine Frage hätte ich noch. Ich sehe auch sonst keine weiteren Fragen. Aber eine, die hatte ich mir noch gemerkt, die wollte ich auf jeden Fall wissen. Wie entscheidest du denn dich, Stefan, so aus dem Bauchgefühl raus, wenn du dich mal so selber beobachtest, in der Einschätzung, ob du sagst, hey, so eine Information ist für mich valide, glaubhaft, richtig? Ja, das ist eine schöne und spannende Frage. Also nur für dich persönlich jetzt. Ja, so, ja. Also entweder passt sie sehr gut zu dem, was ich schon weiß, wenn es um mich geht, also wenn es wenn es um mein Universum geht. Wenn ich für jemanden anderen entscheide, versuche ich diese Information bestätigt zu sehen. Tatsächlich vertraue ich wenigen Informationen im professionellen Bereich nach dem ersten Mal sehen. Also das heißt, der Double-Check in Quellen ist eine meiner Hauptmethoden, mit denen ich valide Informationen oder den Wahrheitsgehalt von Informationen überprüfe. Ein weiterer Punkt, aber der ist jetzt wieder mehr aus dem Bereich der Psychologie, wenn Informationen mich aufregen, wenn ich durch sie emotionalisiert werde, dann misstraue ich. Dann schenke ich ihnen wenig Vertrauen und ich überprüfe sie tatsächlich aus dem privaten Bereich. Hier sind wir wieder bei der Presse, die ich lese, egal welches Medium, wenn da etwas auftaucht und ich merke, das ist jetzt unfassbar, das ist sensationell, das ist zu schön, um wahr zu sein oder zu schrecklich, ich versuche den Double-Check. Der funktioniert dann auch meistens recht gut und ich kriege dann
entsprechende Bewertungen, ja oder nein, also wahr oder falsch. Also ganz vielen Dank. Und wenn wir keine weiteren Fragen haben, denke ich mal, das ist auch ein ganz gutes Stichpunkt zum Aufhören und zum Beenden. Und wir bedanken uns natürlich auch noch ganz, ganz herzlich bei allen Teilnehmern, die da gewesen sind und bei dir, dass du die Zeit und Mühe dir genommen hast und mit so einem tollen Vortrag dabei warst. Danke. Ja, vielen Dank, Stefan. Das war unglaublich spannend. Super. Freut mich. Vielen Dank.